Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Abwehrkräfte bzw. Immunstärkung. Das ist ein sehr wichtiges Thema, vor allem in der kalten Jahreszeit, ja, wenn man da oft sehr verkühlt ist. Und lassen wir mal das Thema Corona auf der Seite, aber erinnert euch mal zurück, vor Corona haben wir trotzdem oft Husten, Schnupfen gehabt und bei mir war das eigentlich sehr oft der Fall und seit circa einem halben Jahr versuche ich mein Immunsystem ein bisschen zu stärken und habe da so eine Art Selbstversuche mal gestartet und haben wir da jetzt ein paar Produkte von einer Firma geholt, wo ich mir gedacht habe, okay, das hört sich recht gut an, sind natürlich nicht billig die Produkte, ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt und darum habe ich da mal probiert bzw. diesen Selbsttest gestartet. Ja, wann hat dieser Selbsttest angefangen? Das war so im Bereich Juni, Juli 2021, sprich ein halbes Jahr später, möchte ich euch jetzt mein Feedback geben. Und zwar, was habe ich mir da geholt? Und zwar von InnoNature, von der Firma. Ich zeige euch mal kurz, am besten, weiß nicht, die Vitamin D-Tropfen. Das sind die hier, das ist die Firma. Und da habe ich mir so ein paar Sets geholt, beziehungsweise auch Einzelprodukte. Und ich habe mir geholt, und zwar Vitamin D3. Das sind, wie gesagt, die hier. Und da habe ich mir dann dazu noch die Vitamin B12 geholt, beziehungsweise noch die Vitamin K2. Und warum ich mir die geholt habe, erstens einmal, es war ein Set. Es gibt immer so, man kann jedes einzeln kaufen, aber auch so Vorteilspakete. Und ja, wie gesagt, die Preise sind zwar ein bisschen hoch angesetzt, aber ich muss sagen, nicht schlecht. Es gibt immer so empfohlene Sachen, wie viel Tropfen man nehmen sollte. Zum Beispiel die Vitamin D haben 1000 Einheiten, die Vitamin B12, dann haben wir noch die K2, die wird halt hinten auf der Verpackung immer beschrieben, wie viel man circa nehmen sollte. Ich habe das eigentlich selbst für mich dosiert, das heißt, ich nehme insgesamt nur 2 Tropfen von Vitamin K2, ich nehme 2 Tropfen von Vitamin B12 und dann zu nehme ich noch 1 Tropfen, ab und zu passiert noch, dass 2 Tropfen aus der Pipette rausgehen, nehme ich dann von dem Vitamin D3 und dazu habe ich mir noch geholt, um einfach noch ein bisschen, das Ganze noch ein bisschen abzurunden, sei es jetzt, mit Magnesium und Calcium. Das sind dann diese Tabletten. Ich nehme mal so eine Tablette raus, damit ihr seht, wie groß die eigentlich sind, dass man das circa einschätzen kann. Und zwar, so groß ist eine Tablette jetzt. Da ist jetzt dieses Korallenextrakt oder Pulver drinnen. Und ja, bei denen ist es halt auch so, da wird empfohlen 3 Kapseln am Tag. Ich nehme selber nur 1 Kapsel am Tag. Und dann habe ich mir noch geholt, und zwar Zink. Zink ist sehr gut für die Abwehrkräfte bzw. fürs Immunsystem. Da wird auch empfohlen 4 Kapseln am Tag. Da zeige ich auch nochmal so eine Kapsel her. Für die Größe, wie groß die eigentlich sind. Ja, wirklich sehr groß. Da muss ich aber auch sagen, beim Zink habe ich am Anfang wirklich gleich einmal 4 Kapseln genommen und da habe ich halt gemerkt, das geht wirklich sehr stark auf die Verdauung bzw. auf den Darm, sogar ein bisschen mit krampfartigen Sachen. Darum habe ich das reduziert auf 1, maximal 2 Tabletten am Tag. Und ja, jetzt kommt das Feedback dazu. Ich nehme das halt, wie gesagt, jetzt seit Juni, Juli das Ganze jetzt schon, also sprich ein halbes Jahr. Und ich muss sagen, bei mir im Umkreis, sei es jetzt in der Familie, aber auch in der Arbeit, sind eigentlich regelmäßig, die klassischen Klimaanlagen-Schnupfen, Klimaanlagen-Husten, Klimaanlagen-Verkühlungen im Sommer gewesen oder jetzt dann, wie die kalte Jahreszeit gekommen ist, immer sehr viele krank und ich muss sagen, mich hat es nicht erwischt und jetzt ist halt die Frage, ist das, weil ich mich A, vielleicht gut schütze, sei es jetzt mit Hände desinfizieren oder halt jetzt, wie es überall ist, mit dem Mund-Nasen-Schutz bzw. FFP2-Maske oder spielt vielleicht doch das Ganze von InnoNature mit, weil ich habe auch Blutabnahmewerte gemacht und zum Beispiel bestes Vergleich dieser Vitamin D3, die kann man ja auch messen und da gibt es ja eigentlich viele Angaben, wo man sein sollte. Ich war immer so um die 20, 30 vom Wert und man strebte eigentlich 50 an. Das habe ich eigentlich nie durch normale Ernährung oder Sonneneinstrahlung geschafft, aber mit der Zugabe von den Tropfen bin ich jetzt bei einem Wert bei 100. Mir wurde gesagt, dass 100 jetzt ein guter Wert ist. Man sollte den zwar nicht zu weit überschreiten, aber immerhin 100 ist besser als zum Beispiel 20 und
wenn man halt langfristig zu hohen Vitamin D-Gehalt hat, wurde mir gesagt, ja, dass man zum Beispiel Nierensteine bekommen kann oder irgendeinen anderen Mangel. Wie das Ganze genau funktioniert, sollen Mediziner entscheiden bzw. können da Feedback geben. Für mich ist einfach nur wichtig, ich habe gemerkt, ein halbes Jahr nehme ich das jetzt und ein halbes Jahr fühle ich mich eigentlich sehr fit, bin nicht krank geworden oder beziehungsweise früher war es so, einer hat herumgerotzt und gehustet und im Vorbeigehen bin ich eigentlich dann auch gleich krank geworden. Das ist jetzt nicht und das habe ich jetzt mit diesem Selbstexperiment gemacht und im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich bin begeistert. Wie gesagt, ich halte mich nicht an die vorgegebenen Dosierungen des Herstellers, sondern habe da irgendwie selber so mein eigenes Ding herausgefunden und mit dem bin ich zufrieden. Ja, das Einzige ist halt der Preis. Es gibt halt so richtig große Kombipakete, super tolle, weiß nicht, Immunabwehrkräftepaket oder extra auch was für Schwangere oder für Kinder, wo es dann nicht so hoch dosiert ist. Oder zum Beispiel gleich diese drei Tropfen zusammen in einem Paket, da wird es dann ein bisschen günstiger oder halt dann in einem riesigen Paket. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dieses Paket, so wie es jetzt dasteht, hat mich, glaube ich, über den Daumen 100 Euro gekostet und bin jetzt da jetzt circa 3 Monate damit ausgekommen. Einmal im Quartal vielleicht 100 Euro investieren, dass das Immunsystem gestärkt wird und halt auch ein bisschen besser geschützt wird. Ja, glaube ich, kann man nichts falsch machen, weil, wie man hier hinten sieht, Unterhaltungselektronik habe ich schon sehr, sehr viel Geld ausgegeben und jetzt gebe ich es mal ein bisschen in den Körper aus, beziehungsweise in die eigene Gesundheit. Natürlich die ganzen Links für euch unten in der Videobeschreibung, extra diese 5 Produkte einzeln oder wie es es halt auch gibt in Pakete. Was sagt ihr dazu, zu supplementieren von Spurenelementen oder Vitaminen? Macht ihr das selber? Habt ihr andere Produkte? Ja, schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Wie gesagt, mein Feedback sehr, sehr groß von dieser Firma InnoNature, weil die haben auch irgendwie so ein Programm, wenn man etwas kauft, dann spenden sie 1 Euro an irgendwie wohltätige Zwecke oder so. Gute Sache, das Ganze kommt nur aus Deutschland, wird in Deutschland hergestellt und darum bin ich begeistert und werde das auch weiter fortführen. Vielleicht mache ich dann sogar noch mal so einen Einjahres-Langzeittest, um zu sehen, ob jetzt nur das erste halbe Jahr, wo ich es gemacht habe, einfach nur Glück war oder ob wir vielleicht das zweite halbe Jahr sogar noch irgendwie drüber bringen und dann wäre das auf jeden Fall für mich eine Bestätigung. Ja, aber das soll es jetzt endgültig gewesen sein mit diesem Video. Ich sage auf jeden Fall wieder danke fürs freundliche Zusehen. Über ein Däumchen nach oben und natürlich auch ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, baba.